We are the droids you're looking for. Amir von Android Next hat die Redaktionsräume mal wieder verlassen, sich ins frühlingstrübe Berliner Wetter hinausbegeben, vors Olympiastadion gezogen, genauer gesagt. Und das hat einen Grund. In der Hand halte ich ein Samsung Galaxy S4. Das ist das zweite Gerät, was jetzt bei uns in der Redaktion angekommen ist. Erst kommen sie nicht, dann kommen sie auf einmal. Wir haben uns überlegt, was sollen wir mit dem zweiten Gerät? Eins reicht zum Testen, deswegen machen wir das doch einfach kaputt. Und wie macht man als Tech-Redaktion ein Gerät am besten kaputt, indem man es einem Job-Test unterwirft? Das werden wir hier tun, auf dem schönen Steinfußboden hier vor dem Berliner Olympiastadion werde ich dieses Gerät medienwirksam am Boden zerschellen lassen. Das heißt, wir machen Jobtests aus Hüfthöhe, aus Ohrenhöhe, also in Szenarien, in denen man so ein Gerät normalerweise benutzt. Kommt näher ran, wir fangen an mit dem klassischen SGS4 Hüftwurf. So. Das sah jetzt von oben relativ glimpflich aus, das Ganze. Jetzt schauen wir mal, das Gerät läuft auch noch. Ich hatte die Kamera eingeschaltet. Das sieht alles ganz okay aus. Schauen wir ums Gerät rum. Ich erkenne jetzt hier gar nichts. Also das ist komplett unbeschadet. Naja, hier unten. Hier ist ein bisschen was vom Polycarbonat. Ich weiß aber noch nicht mal, nee, das ist noch nicht mal abgekratzt, sondern das ist vom Stein jetzt eher. Na doch, eine kleine Schramme hat's. Hier auch so ein bisschen. Also das Polycarbonat ein bisschen was abbekommen, aber ansonsten ist hier nichts weiter passiert. Also erstmal ein sehr gutes Fazit für den ersten Jobtest des Samsung Galaxy S4. War jetzt nicht so hoch, das waren so ungefähr 95 cm, ist so meine Hüfthöhe. Und jetzt nehmen wir das Ganze mal an den Kopf und lassen das mal aus höheren Regionen fallen. Ja. So. Das sah schon schlimmer aus. Das Ding ist nämlich voll aufs Display geknallt und das sieht man natürlich. Also das Display ist komplett zersplittert. Allerdings läuft die Kamera immer noch. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Also funktionsfähig ist das soweit auch noch. Ich gucke jetzt mal hier. Ja, also benutzen kann man es noch, aber so will man es natürlich nicht benutzen. Vor allem, hier ist jetzt glaube ich nichts rausgesplittert, aber man fühlt das schon. Das heißt, das muss definitiv zur Reparatur. Ansonsten ist außenrum gar nichts weiter passiert. Aber klar, ist ja auch so aufs Display geknallt. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, was man sagen soll, dass so ein Display bricht, ist glaube ich normal bei der Fallhöhe und bei dem Aufprallwinkel, dass es noch läuft, ist ein gutes Zeichen. Also das SGS4 relativ stabil und ja, damit soll es jetzt aber nicht genug sein mit diesem Falltest, wir haben noch was vor. Und zwar kann es ja sein, dass man mit Bekannten telefoniert, mit der Freundin vielleicht, total vertieft ist in das Telefonat, unbedacht über die Straße läuft und auf einmal ein bedrohliches Geräusch von links hört. Scheiße, Scheiße, oh, ich hab sie gar nicht gesehen. Ist alles in Ordnung? Oh. Ja, nee, geht schon. Mein Telefon, ich hatte ein Telefon hier, das neue. Ah, da ist es. Oh. Oh, das ist aber ganz schön kaputt. Nee, das war schon kaputt. Also eigentlich ist gar nicht so viel mehr passiert. Ja, und was mit Ihnen? Ja, mir geht's auch gut. Also machen Sie sich keine Sorgen. Also Polizei brauchen wir keine. Nee, brauchen wir nicht holen. Das Telefon schicke ich eh wieder zurück. Alles okay. Aber Sie haben mir jetzt sehr geholfen, weil im Endeffekt haben wir gesehen, auch so einen Überfahrunfall überlebt ein Samsung Galaxy S4 soweit ganz gut. Der Touchscreen funktioniert auch noch. Das Gerät funktioniert weiter. Also robust ist es auf jeden Fall, das Samsung Galaxy S4. Das war Amir von Android Next mit einem ganz besonderen Drop-Test des SGS4. Bis dahin, tschüss. Please leave a message after the tone. www.androidnext.de